Von früheren Feinden auf dem Spielfeld wurden wir richtig dicke Kumpels. Mein Name ist Yannick Holbacher, ich bin 25 Jahre alt und Kreisläufer bei den Rhein-Neckar Löwen. In meiner Traumsieben darf natürlich mein langjähriger Freund Nico Weber nicht fehlen. Ich glaube, das ist der netteste und lustigste Typ in der ganzen Bundesliga, vielleicht sogar in der Historie. Und mit seinen mittlerweile schlappen 41 Jahren ist er auch in der zweiten Liga nicht klein zu kriegen und der gehört definitiv dazu. Auf links außen habe ich einen Kollegen aus meiner Jugendzeit schon, Basti Damm vom Bergischen AC. Wir haben zusammen damals in Großwaldstadt die deutsche Meisterschaft in der Jugend gewonnen und auch er darf nicht fehlen. Auf Rückraum links ist Philipp Weber. Ich habe mit ihm ein unfassbar intensives Jahr in Wetzlar gehabt und von früheren Feinden auf dem Spielfeld wurden wir richtig dicke Kumpels und er gehört auch dazu. Auf Rückraum Mitte darf als Kreisläufer natürlich ein Name niemals fehlen und das ist Andi Schmid, auf und neben dem Feld. Ja, ein absolutes Vorbild und ich glaube, über die Jahre hat er sich auch den Platz verdient. Auf Rückraum rechts habe ich Steffen Weinhold. Ich habe damals mit 15, 16 Jahren schon meine ersten Bundesliga-Erfahrungen in Großwaldstadt machen dürfen und da war Steffen damals schon einer meiner Ansprechpartner und durch den Gewinn der Europameisterschaft 2016 mit ihm zusammen ist auch er dabei. Auf rechts außen ist bei mir Michi Spatz, auch eine TV Großwaldstadt-Legende. Wohnhaft in seiner Jugend ungefähr 1 Kilometer Luftlinie zu meinem Haus zu Hause und auch so ein richtig lustiger Typ und er ist auch dabei. Am Kreis habe ich ein bisschen tiefer gegraben und habe Klaus-Dieter Petersen aufgespäht. Er war natürlich unangefochten am Kreis und damals in der Abwehr beim DRB eine Legende und wurde mit uns als Trainer damals auch 2-mal Europameister bei den Junioren und in der Jugend und er hat sich den Platz auch redlich verdient. Und als Trainer ist natürlich bei mir auch Kai Wandschneider als Trainer gesetzt. Er hat mich damals in die Bundesliga gebracht, er hat mir die Chance gegeben und ich bin heute dankbar für das, was ich sein darf.